Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Trine 2. Diesmal geht's im finsteren Gehölz los und man sieht hier schon etwas recht Markantes. Vielleicht werden wir auch drauf treffen, nämlich diesen komischen Baum mit Wellen im Hintergrund, was noch komischer ist und hier vielleicht sogar einen Friedhof beweist. Es ist besser, mit vollem Magen zu reisen. Diese Rosabelle ist schon eine feine Dame. Ich denke, sie war schon ziemlich hübsch. Für eine ältere Frau. Also hübscher als deine Frau? Sie muss krank vor Sorge sein. Oder sehr wütend. Wahrscheinlich beides. Ja, da sieht man mal wieder die Treue des Zauberers. Ja, das sieht hier schon ziemlich einladend aus. Vielleicht sind hier auch irgendwo Katakomben. Aber ich sehe hier zumindest schon mal dieses Zeichen, was wir auch schon auf der Zeichnung gesehen hatten. Von dem Grabstein. Und das ist hier schon wieder richtig schön inszeniert. Auch wenn noch nicht viel zu sehen ist. Was ist das dort oben? Ach, da kommt Wasser raus. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt hier irgendein Gegner. So, was müssen wir denn... Ah, okay. Alles klar. So. Nee, noch ist nicht alles klar. Moment. Wir müssen das hier wahrscheinlich erstmal... Ach, so kann ich das gar nicht kaputt machen. Gut. Dann werde ich jetzt hier einfach mal zwei Kisten herbeizaubern und das ein bisschen verschieben. Ups. Dann gehe ich mal rüber. Ja, echt komisches Ding. Es hat ja sogar Augen. Zumindest sieht es so aus. So, jetzt kommt das Wasser. Ups. Ja, da muss ich schneller reagieren. Und das muss auch noch ein bisschen weiter rüber. So, das heißt, wir machen das kaputt und dann... Hat das funktioniert? Ich glaube schon. Und da ist auch dieser lustige Baum. Fällt mir gerade erst auf. Jetzt habe ich hier schon mal die Erfahrung mitnehmen können. So, ist der uns jetzt? Nö. Ja, schieß erstmal deinen Freund ab. Hab ich... Ah doch, ich hab den Feuerbogen, okay. Das ist wieder so ein stärkerer Typ. Zumindest hat der einen Schild, ja. Der hält vier explosive Pfeile aus, anstatt zwei. Ich lass mich hier aber gerade schon wieder treffen. Wow. So, war's das schon, oder wie? Okay. Da können wir gar nichts mit dem machen. Schade, ich hätte den gern abgeknallt oder so. So, jetzt muss ich... Was ist das für eine Blume? Kein Gänseblümchen. Mit diesem Wald stimmt etwas nicht. Das ist vielleicht mal wirklich eine fleischfressende Blume. Ich bin ja schon die ganze Zeit drauf gespannt, weil man das schon an einem Erfolg erkennen kann, dass man die einfach verschieden füttern muss. So... Okay, ich mach's einfach mal wieder so, anstatt selbst hochzugehen. So, mal sehen, ob man die mit Kisten füttern kann. Nee, okay. So, mit Kisten kann man sie nicht füttern. Und mit irgendwas muss ich sie dann füttern. Vielleicht mit diesen Glühwürmchen hier. So, geht die jetzt drauf, oder? Ne, die ist schon wieder hungrig. Da hätte ich jetzt in der Zeit vorbeigemusst, oder? Die kann man auch gar nicht abschießen. Aha. Wo ist denn noch irgendwas, mit dem ich die füttern kann? Ja, gut, hier die Laterne. Ach, die muss ich hier wieder aufhängen. Ups. Und dann, sie das auch. Ah, die Laterne geht dadurch gar nicht kaputt. Okay. Jetzt
haben wir hier wieder neue Sachen. Das sind jetzt hier schon solche Kanonen. Oh, ne. Das wollte ich nicht so. Jetzt dreht die sich schon wieder hier zu uns um. Wer weiß, was die will. Kann ich die blockieren oder gehen die Kisten da kaputt? Okay, die Kisten gehen schon mal nicht kaputt. So, dann hole ich mir direkt mal die Erfahrung noch. Und unten an die Erfahrung möchte ich natürlich auch. Okay, gut, so, jetzt habe ich schon mal die ganze Erfahrung hier. Der jetzt gerade Schaden bekommen davon. Oh. Die Pflanze ist jetzt auch nicht so gut auf uns zu sprechen. Ich probiere es trotzdem mal. So, frisst sie den jetzt? Das wäre cool. Zu gut. Okay, da oben kommt ein Stein. Mit dem können wir dann bestimmt rüberreisen. Wow, die Falle, die habe ich gar nicht gesehen. So. Komme ich da jetzt trotzdem noch irgendwie rüber? Nee. Reicht die Planke aus? Oh, das könnte ganz knapp reichen. Ja. So, dann schaue ich hier nämlich mal. Das geht nämlich auch kaputt. Ich frage mich, ob die auch uns fressen kann. Stimmt. Wollte ich jetzt aber nicht austesten. So, denn es geht wieder rüber. Und ich wollte eigentlich gern auf den Stein drauf. Ja, da baue ich mir einfach mal eine Treppe. Damit ich hier unbeschadet an dieser Pflanze vorbeikomme. Und natürlich auch die Erfahrung mitnehme. So, ups. Ups. So, Momentchen mal. Das muss ich hier mal eben irgendwie ändern. Vielleicht kriege ich das ja noch hin. Vielleicht auch nicht, so. Okay, gleich bin ich tot. Aber ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Okay, dann kann ich ja jetzt zum Checkpoint zurück. Ach, der war sogar hier. Fact. Wow. Wenn das mal nicht knapp war. Und da unten ist auch noch eine Erfahrungsjohle. Da muss ich auf jeden Fall jetzt auch noch mal hin. Hm. Vielleicht kommt hier ja noch mal jemand rüber. Von den Goblins. Oder ich mach's einfach so. Oh. Mann, ey. Du stirbst jetzt als erster, du Penner. Die wollen sich aber auch gern alle fressen lassen, habe ich so das Gefühl. So, komm. Jetzt spring am besten noch da rein. Genau. Ihr werdet alle einfach verfüttert. Ups, und ich auch noch mit, oder wie? Habe ich jetzt eigentlich gerade nicht so die Lust drauf. Ach, die fressen sogar Leichen. Wow. Kollege. Was? Wieso greift die nach uns? Okay, wo ist hier diese Laterne? Das waren ja noch die ganzen Leute. Ah! Na, gut versteckt. So. Liegt hier irgendwo was? Ich dachte, hier ist vielleicht irgendwo eine Laterne. Weil hier auch wieder solche Glühwürmchen sind, aber es scheint nicht so. Die wollen uns auch fressen. Mann.
Also es ist eine effektive Möglichkeit, jetzt immer hier mit den Leuten klarzukommen. Man lässt sie einfach fressen. So. Wieder ein bisschen Erfahrung mehr. Dort ist auch schon wieder eine Pflanze. So. Kann man damit eigentlich die freischaffenden Pflanzen vielleicht? Ja. Die interessiert so mal gar nichts. Ah, die würden uns bestimmt auch gerne fressen. Ja, habe ich jetzt ein bisschen Schaden genommen. Ach, dort sind ja noch ein paar Erfahrungsfiolen. Okay, die muss ich mir natürlich auch noch holen. Ach, dort muss ich hoch. Wow, wow, wow. Okay. Die frisst uns tatsächlich. Naja. Einer weniger, den wir ernähren müssen auf unserer Reise. Wir können jetzt ja eigentlich hier schon wieder zum Checkpoint, genau. Und da werden wir auch wieder belebt. Kann man das hier noch irgendwie... Sieht hier fast wie so eine Brücke aus, die man ausfahren könnte, aber... Ich glaube nicht, dass es geht. So, das wird erstmal kaputt. Dann kann ich hier hoch. So, ist hier oben noch was? Nee, ich denke nicht. Jetzt kann ich hier weiter. Hier oben scheint auch nichts zu sein. Ah, hier ist schon wieder so eine Pflanze gerade gewesen. Die bewegen sich hier schon wieder. Wieso geht das nicht kaputt? Okay, was muss ich machen? Hier durchzukommen. Das geht offensichtlich nicht, okay. Ja, was könnte ich denn dann noch machen? Ich könnte hier höchstens mal den Hammer nehmen. Ah, der geht, okay. Der fügt anscheinend noch mehr Schaden zu als diese Feuer-Explosivfall. Ach, ich habe gar keine Explosivpfeile, deswegen hat es nicht funktioniert. So, was war da jetzt schon wieder falsch? Also muss ich ja dort rein. Ich baue einfach wieder hier ein paar Kisten auf, dann dürft's gehen. Hm. Oh, okay, so muss ich das kaputt machen. Auch nicht schlecht. So, da oben muss ich irgendwie hin. Wo ist das magische Wasser? So. Das muss ich hier irgendwie auffangen. Dann dort drüber leiten. Ach, geht das eigentlich auch mit Planken? Das habe ich noch gar nicht versucht. Das werde ich jetzt einfach mal austesten, ob man mit Planken das Wasser eigentlich auch weiterleiten kann. Oder ob das wirklich hier nur mit diesen Geräten da, mit diesen Rutschen geht oder was das ist. So, jetzt muss ich das natürlich erstmal zerploppen. Ach, das geht auch tatsächlich mit den Planken. Okay. Jetzt muss ich das natürlich noch irgendwie richtig aufbauen. Vielleicht den Turm mal noch etwas weiter rüber. Dann nehmen wir das hier mal. Und ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Aber ein Versuch ist es wert. So. Ah ne, das fließt da durch. Dann setze ich das hier einfach mal auf diese Planke. Vielleicht funktioniert es da. Ja. Nee. Die Planke ist hier noch nicht hoch genug. Ne? Die muss da noch auf dieses. Ja.
höhere Ding. Ups, noch ein bisschen rüber. Wahrscheinlich mache ich es mir schon wieder viel zu kompliziert und ich könnte das einfach da reinlaufen lassen. Aber ich mache es jetzt auf die Methode. Na, ja, jetzt dürfte es doch wieder funktionieren, genau. Und wieder so eine komische Pflanze. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also hier bei dem Wasser scheint echt nichts zu sein. Das heißt, ich kann hier einfach hochgehen. Hier ist zumindest wieder eine Lampe. Und ein Level-Up. Ja, dann nehme ich jetzt mal das mit den Gegnerschweben. Von dem Krieger nehme ich irgendwie fast nie was. Ich finde den aber auch nicht so gut. So, dann kann ich das hier bestimmt wieder kaputt machen. Was hat mir das jetzt gebracht? Okay. Ja, wer weiß, was mir das hier jetzt bringen sollte. Oh, seht euch diese kleinen Lichter an. Hast du noch nie Glühwürmchen gesehen? Die werden vom Licht angezogen. Ja, schön, dass ihr mich jetzt da einweiht, obwohl das eigentlich schon längst vorbei ist und hier wäre eine zweite Rinne gewesen. So, kann ich mich hier oben festhalten? Wie komme ich denn da hin? Ist das dort noch eine zweite? Ja, wahrscheinlich. Ist ja die Kiste jetzt blau beleuchtet. So, was ist da drüben? Ich werde jetzt erstmal die Laterne nehmen. Und ist das noch eine zweite? Nee, ist es nicht. Hier ist auch gar nichts.